So, was haben wir denn diesmal für tolle flammende Sachen? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shardolon. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Im toten Winkel Shardolon-Schrein. Okay. Tod. Tod ist nicht so geil, aber... Verstehe. I see what you did there. What I don't see is why here. Komme ich da rüber? Nee, ich muss schon auf die andere Seite von dem Ding. Da muss ich schnell sein. Denke ich. Ah, ich habe ja genug Zeit, um mich da auszukäsen. Ob links oder rechts. Aber wie es aussieht, kann ich mich schon mal auf die Seite des Ganzen begeben. Ja, ist glaube ich schneller, als wenn ich rumkletter. Rumklettern würde nur riskieren, dass ich irgendwie Scheiße mache. Jetzt muss ich sowieso darauf. Okay, und da gehen sie wieder die nächste Runde rum. Man könnte jetzt sagen, ey, du hast mehr Herzen, du brauchst ja keine Angst vom Feuer haben. Das Problem ist nur, dass ich falle, wenn ich hier Schaden nehme. Okay, das ist relativ easy. Wenn ich das Ding nicht verfehle. Das kann nicht alles sein. Da ist irgendwo noch, ist da noch ein Catch. Aber das hier würde ja bedeuten, ich darf nur nicht da drauf gehen, ne? Oh. See what I mean? Okay. Wollen wir das nicht irgendwie anders klären? Ich meine, ja, ich hätte mich jetzt auch auf das Ding raufstellen können und die alle vernichten können, aber... Wo? Ach, da! Wieso nix buggen? Hey, Penner! Mist. Ja, hätte auch funktioniert. Gut zu wissen. Was erwartet mich als nächstes Höllisches? Ah, sie wollen es mir nicht sagen, nett. Ich raten müsste Wasser. Hä? Okay. Nicht okay. Jipp! Puh! Okay. Ja, ich würde schon sagen, habe ich jetzt keinen Platz für einen weiteren, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Reicht das? Aber ich will das Feuergroßschwert mitnehmen. Lass mich dafür das Feuergroßschwert wegschmeißen. Funkelt das noch? Nee. Gut. Gut. Und nun warte ich auf den nächsten und hoffe, dass ich ihn erwische.
und nicht dran vorbeifliege. Das wäre nämlich etwas ätzend. Genau das meine ich nämlich damit. Genau das. Ey, aber bitte nicht wieder den ganzen. Ja, okay. Teenage Mutant Creo Turtle, Teenage Mutant Creo Turtle. Eigentlich kann ich die Eisblöcke nehmen, die schon da sind, ne? Sollte drin sein. Ich muss ja nur von dem auf das Ding darauf kommen und ich glaube, das haut von der Höhe aus hin. Idiot. Das ist wieder einer dieser Schreine, die mir voll auf den Sack gehen. Weil sie ewig brauchen, bis ich mal wieder den Kram versuchen kann, an dem ich gerade gescheitert bin. Mit anderen Worten, man braucht Geduld. Die ich eigentlich habe, aber nicht, wenn ich aufnehme. Warum auch immer. Leistungsdruck. Du musst den Leuten was bieten, wenn sie zugucken. Stimmt nicht. Manche benutzen mich auch einfach nur als Hörbuch im Hintergrund. Ist auch in Ordnung. Da habt ihr mehr von und ich muss mich nicht stressen. So. Wenn ich mich nicht total bescheuert anstelle, kann ich sogar noch das gleiche nehmen. Aber da ich mich gerade total bescheuert anstelle... Ja, vergiss es, das mache ich nie mehr. Okay. Let's prepare for the final bit of story. Okay, das wird jetzt sozusagen der erste Grund. Jetzt muss ich mir damit irgendwie eine Treppe nach oben bauen. Weil darum. So, und ich sollte vielleicht darauf achten, dass das nicht zu steil ist, weil ich sonst runterfalle. Und darauf habe ich gerade nicht wirklich Lust, wenn ich ehrlich bin. So, keine Sorge, das war gerade nur das andere Ding, was kaputt gegangen ist. Tada! Ja, wäre einfacher gewesen, hätte ich einfach den Flugcheat aktiviert, aber scheiß drauf. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen von Rodania. Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Ist voll gelogen, ist eine alte Herausforderung. Noch zwei. Trotzdem, mich gegen den Feuerfluch kämpfen zu lassen, ist keine neue Herausforderung. Ich meine doch, mit der scheiß Gier, die ihr mir gebt, schon, weil ich ihn so nicht besiegen kann, wie ich will. Aber das Schöne ist, die Leute geben einem Ausrüstung, mit dem man ihn auch besiegen kann. Deswegen mache ich mir da gerade relativ wenig Sorgen. What is your problem? Hä? Ah, verstehe. Der Bogen ist nicht so ganz genehm. Better. Gut, dann kann ich den Punkt oben auf dem Vulkan wegnehmen, leider, weil der war mir irgendwie am sympathischsten von allen. So, und jetzt Feuer oder Feuer? Viel wichtiger, auf welche Art. Das Gute ist, ich kann wieder von Rodania aus starten. Und das werde ich auch.
Krogfächer. Einer der Penner hat mich mit dem Krogfächer umgelegt, als ich das neu gemacht habe. Das fand ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Mich mit dem Krogfächer umzulegen. Okay, aber das, oder müsste ich nicht von hier aus da Ruck sehen? So voll? Nee, ne? Gut, nehme ich jetzt den blauen, der da direkt vor der Nase ist. Fliegen wir zum Knie. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mich auch nochmal mit dem Schatz bei der Brücke von Eldin beschäftigen. Der muss ja irgendwo sein. Ne? Seht ihr, was ich sehe? Ja, ne? Und das soll ich irgendwie überstehen, die Lava da unten. Ich meine, ich weiß, wenn ich mit dem Ding da reinfliege, bin ich kaputt. Hat jemand eine andere Idee? Ich lande mal auf der Insel dazwischen. Vielleicht kommt auch einfach der Feuerkoloss raus, aber das sieht so nach einer Landeplattform aus, dass ich das eigentlich nicht glaube. Oh, aber warte mal, das da könnte hilfreich sein. Kriege ich aber von hier aus nicht. Okay. Halt. Ja, scheiße, komme ich jetzt eh nicht mehr ran. Ernsthaft, du Spaten? Dann halt so. So, wie sieht es mit Obosa aus? Obosa ist voll. Gut, das heißt, ich sollte Obosa vielleicht vorsichtshalber deaktivieren? Ich weiß ja nicht. Und die beiden da oben wollen mir garantiert erklären, dass ich in die Lava springen muss, ne? Was ich nicht glaube. Blöder Strauß, verpiss dich, wegen dir lande ich noch in der Lava. Habe ich keine Meinung mit für drauf. Ah, scheiße. Wie nah komme ich daran, bevor ich verbrenne? Das ist gut, ich kann das Ding stacken. Gut, ich gehe mal kurz hoch zu den Goronen und frage, ob die damit einverstanden sind, wenn ich das so mache. Ich meine, es kann ja der Markierung scheißegal sein, wie ich da ankomme. Also vielleicht haben die da oben irgendeinen seltsamen Ehrenkodex, an den ich mich halten sollte. So, feurige Augen, da Ruck war also hier, ganz schön harte Prüfung. Hallo? Leute? Und beugen und strecken! Kennen wir uns? Es sieht aus, als würde ihr mich verprügeln wollen. Hey, du bist mir am sympathischsten. Du bist unser vierter Bruder, der den Ausdauerhärtetest bestanden und die Schneidklippen gemeistert hat. Ja, ich weiß. Weißt du, warum Daruk, Recke der Goronen, diesen Ort gewählt hat, um zu trainieren? Weil Idioten gerne unter Wasserfällen trainieren. Wir sind die drei hitzigen Goronenbrüder und wir werden die Antwort finden, indem wir selbst hier trainieren. Keine Frage. Der große Daruk wurde so stark, weil er hier unermüdlich trainiert hat. Wir werden beim Training alles geben und genauso stark wie der große Daruk werden. Das ist der Weg, den wir, die drei hitzigen Goronenbrüder, gewählt haben. Hier brennt die Luft. Siehst du den leuchtenden Ring im Lavasee? Gehe dorthin und dann stell dich in die Lava.
Ich schwitze ja schon. Selbst Goronen können nicht durch glühende Lava gehen. Ob Daruki wirklich trainiert hat? Kein Wunder, dass der große Daruki trainiert hat. Hier wird's einem nicht leicht gemacht. Wir brauchen eine Strategie. Ja, ich habe eine. Bis später. Okay, von hier aus komme ich nicht auf das Ding. Deshi, deshi, passada, passada, deshi, deshi, passada, passada. Ja, zum Glück halten die Dinger ein bisschen was aus. Ich hoffe, das ist legal. Wenn nicht, ist mir das aber auch egal. Legal, egal, ist alles das Gleiche. Alle nicht unbedingt in Lava springen. Kann ich hier drauf stehen, ohne dass ich... Nein, nicht lange. Okay, ich kann das mal versuchen. Ja, genau das wollte ich nämlich nicht, du Idiot. Mano! Nein! Hör doch mal auf zu springen, du Sappel, du! Bleib einfach stehen! Ja, hätte ich auch Krämpfe, wenn ich so ein Idiot wäre wie du. Ach komm, ey, scheiß Punktlandungswichse. Well. Let us do something different. That might work or it might not work. Okay, was ich vorhabe im Allgemeinen ist ja im Prinzip... What the fuck? Schön! Das klappt schon mal. Wäre das zu tief? Meinst du hoch? Ganz ernsthaft? Da wieder eine Sternschnuppe runter, scheiße. Ich hänge hier. Ich hab's doch auch bis dahin geschafft, das tut doch nicht so. Was meinst du, kleine Furzkruke? Ist das richtig so, oder wenn die Dinger sich da bewegen, soll ich die lieber von A nach C schieben? Aber wir werden ja gleich sehen, was los ist. Wenn das hier nichts bringt, dann kann ich mich ja mal eine Runde umbringen. Ja, das ist nicht, was ich wollte. Ich meine, ich sterbe jetzt, aber egal, der Schrein ist da. Sekunden davor in Lava zu fallen. Egal. Idiot. Siehst du, es ist weg. Was willst du mehr? Wo ist denn der? Ach da! Ach, schon, ich habe jetzt die Sequenz gebrochen. Ich hätte auch einfach tauchen gehen können, oder? Das wäre genauso effektiv gewesen. Oder muss man stehen, wenn man in diesem Kreis ist? Das habe ich jetzt blöderweise nicht ausprobiert, aber ist ja auch egal. Wir leben noch! Halb.
verschwitzt. Der leuchtende Ring ist weg. Jetzt muss ich nicht mehr trainieren. Ich bin ja so erleichtert. Hier brennt die Luft. Wenn der leuchtende Ring weg ist, heißt das, dass jemand das Training abgeschlossen hat? Nein, 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 unmöglich. Nur der große Daru könnte dieses Training abschließen, oder wir. Und beugen und strecken, was zum da? Schaut man eine Sekunde lang nicht hin und schon ist der leuchtende Ring verschwunden? Jetzt kann ich nicht mehr trainieren. Soll ich den neuen leuchtenden Ring malen? Ist kein Problem. Kannst du ruhig tauchen gehen? Wir sprechen uns dann in drei neuen Leben wieder oder so. Rino Himika Schrein. Du, 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 du. Do it. Go inside. Boom. Mm-hmm.